Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekaufvideo von mir, beziehungsweise zu einem Pferdevorstellungsvideo. Das Pferd, was ich euch gleich vorstelle, habe ich mir bereits letztes Jahr im November beim Black Friday gekauft, als die Mustangs reduziert waren, um die Hälfte. Ja, genau, da hatte ich mir zwei Mustangs gekauft. Den einen habe ich euch ja schon vorgestellt und die andere werde ich euch jetzt vorstellen. Ist es eine Stute? Falls ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen. Falls ihr was klopft, das sind meine Beine. Und falls ihr was rauscht, das ist der kleine Ventilator hier neben mir. Der PC baut den ganzen Tag lang an und deswegen ist es hier gerade unfassbar warm neben dem PC. Mir zu warm zum Aufnehmen, deswegen. Okay. Genau. Ich hatte mir letztes Jahr einen Mustang gekauft, gab es nur so zwei Stück. Einmal dieses hübsche Stückchen hier. Der steht auch schon ausgelevelt auf der Weide. Und ansonsten habe ich noch mehr Mustangs, drei Stück, die sind aus der App, die habe ich auch. Und ich hatte mir noch dieses kleine Punktmäuschen hier gekauft gehabt. Ihr seht ja schon, steht bereits im Besitz dort. So, der Mustang ist ein Generation 2 Pferd, was bedeutet, dass der Mustang, die Generation des Pferdes nicht länger unterstützt wird. Der Mustang kann das neue Reizzubehör nicht tragen. Es wird nicht weiter an dem Pferd gearbeitet und es kann auch sein, dass die Pferde Fehler haben. Wenn die Pferde Fehler haben, darum wird sich auch nicht mehr gekümmert. Kauf auf eigenes Risiko quasi. Der Mustang kam 2016 rein, ist wie gesagt ein Generation 2 Pferd, kostet 969 Starcoins. Gibt es in 11 Farben, 3 davon sind in der App. Die Pferde, die in der App sind, schauen aus wie ein altes Modell von den Mustangs. Sobald sie aber dann im Spiel sind, gleich sehen sie aus vom Modell her aus wie alle anderen Mustangs. Hat eine spezielle Animation, nämlich es buckelt, wenn man die Leertaste drückt, ist ab Level 7 kaufbar. Allerdings muss man auch die Quest erfüllt haben, mit der man nach, wie heißt es denn jetzt, nach Nebelfall kann. Und ein paar kleine Funfacts. Zum einen, der Mustang hat die meisten Bay-Varianten im Spiel. Und ist es die erste Rasse gewesen, die mehrere Farben der gleichen Rasse in die App bekommen haben. In der App sind, wie gesagt, drei Stück drin. Die habe ich auch schon alle gekauft. Die stehen schon ewig bei mir rum. Die habe ich mir kurz nachdem ich mit YouTube angefangen hatte, gekauft. Also vom Mustang findet ihr auch schon einige Pferdekauf-Videos auf dem Kanal. Ja. Genau. Das war es eigentlich so. Jetzt ein Hintergrundwissen. Der Mustang kommt mit einem Stärkebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Ist wie gesagt auf Level 7 kaufbar. Man braucht jetzt keinen Ruf bei Birks Gehöf, aber man braucht wie gesagt Zugang zu Nebelfall und der ist glaube ich erst ab Level 16 möglich. Der Mustang ist eine Pferderasse aus der Wildnis Amerikas. Der Name kommt vom spanischen Misteno, was so viel wie Ausreißer oder Wilder heißt. Ein passender Name für eine Rasse, die ursprünglich domestiziert war und sich dann zu Wildpferden entwickelte. Da es keine festgelegten Zuchtstandards für den Mustang gibt, kann das Aussehen von Pferd zu Pferd stark variieren. Einige der häufigsten Farben sind jedoch braun, kastanienbraun und rötlich-grau. Ja, wir haben hier einen kleinen, Volltiger heißt das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, ich habe es nicht so mit den Farben. Aber ein wunderschönes Tierchen, sehr hübsch. Fellfarben haben wir hier schon gesehen. Es gibt das kleine Scheckentier, dann haben wir einen Rappen, einen Blue Rowan, einen Brauner, dann natürlich das Fleckentierchen, dann haben wir einen Rowan, dann haben wir hier einen, ich weiß gar nicht, wie man die Rasse, die Farbe nennt, wenn die schwarze Haare und so hat. Und dann haben wir hier den Prindle, den hatte ich mir im letzten Video gekauft, genau. Dann gucken wir uns jetzt mal die Gangarten an, dann gucken wir uns auch die Mähne an und dann stelle ich euch meine süße Maus vor. Inaktiv haben wir gesehen, es guckt rum, es grast. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp.
der schnelle Galopp und der besondere Move, nämlich das Buckeln. Genau. Dann gucken wir uns das die Mähnen an. Haben wir hier einmal die Standardmähne, diese lange Mähne, richtig hübsch. Ich mag diese verschiedenfarbige, richtig toll. Das finde ich mega schön. Dann haben wir hier die kurzen Zöpfchen. Pluspunkt, es sind zwar noch die alten, aber immerhin haben sie reingemacht, dass die Mähnen verschieden aussehen. Die Zöpfe verschieden aussehen. Das hatten sie nämlich tatsächlich früher leider nicht so beachtet. Da haben sie Pferde, die zwar eine unterschiedliche Mähne haben, haben die aber einfach nur einfarbige Zöpfchen gegeben. Dann haben wir hier diese etwas kürzere Mähne. Dann haben wir hier die längere Mähne, auch wieder nur einseitig. Und die ganz kurze Mähne, beziehungsweise nicht ganz kurze Mähne, aber auf jeden Fall eine kurze Mähne. Ja, die ist beidseitig, die Mähne. Ich bin aber bei meiner Stute bei der Standardmähne geblieben, weil ich die mir sowieso ausgesucht hätte, weil die halt am schönsten ist. Die ist am längsten. Der Schweif ist auch ganz in Ordnung. Es sind halt alte Pferde, darf man natürlich nicht vergessen. Und die Gute heißt bei mir Daisy. Genau. Und die steht da hinten und wartet auf ihren Einsatz. Gell, Mäuschen? Oh, ich sehe gerade, die hat gar kein Haustier. Tatsächlich, die hat kein Haustier. Hm. Ja gut, okay. Ich kann ja noch eins dran packen. Die gute Daisy ist bei mir eine Stute und ein Jungpferd. Moment, jetzt muss ich mal kurz mein Handy rausholen. Außerdem ist sie das 175. Pferd auf Mackenzie bei mir. Genau. Ja. Ich werde mir jetzt was suchen, wo wir dann über die Farbe noch quatschen können und ich euch dann gleich die Gangarten zeigen kann. So, hier stehe ich jetzt mit der süßen Maus auf der Koppel hier direkt. Also farblich gefällt sie mir sehr. Ich bin nicht so der Fan von den Pünktchenpferden, aber ich finde sie wirklich hübsch. Sie hat was. Ich mag auch, dass die Mähne so verschieden ist. Und ich finde sie hat einfach auch ein niedliches Gesicht tatsächlich. Also ich finde sie wirklich sehr schön. Ich mache mal kurz die... Achso, übrigens, ich habe ihr das Spinnenzeug gegeben, das es bei den Spinnenquests... Das ist von der Spinnenquest von, wie heißt er denn jetzt, Professor Haydn gibt, wo man die 100 Schnecken, die 100 Spinnen finden muss. Und dazu habe ich ihr die Spinnenbrosche angezogen, die es beim Halloween-Event zu kaufen gab. Ich ziehe hier mal kurz die Gamaschen aus, die Bandagen, damit wir uns die Beine auch noch angucken können. Ja, die Beine sind so ein bisschen verwaschen, grau-schwarz, auch ganz hübsch. Ich persönlich hätte sie wahrscheinlich noch schöner gefunden, wenn sie komplett weiße Beine hätte mit Punkten drauf, aber so gefällt sie mir auch. Jetzt habe ich schon wieder den Bug. Ja, also sie ist wirklich ein Träumchen, wirklich schnuckelig. Und ja, natürlich, ich hatte sie mir gekauft, als sie beim wie heißt es denn jetzt? Black Friday Rabatt um die Hälfte rabattiert war. Hatte sie mir da halt gekauft, weil ich die Mustangs sehr schön finde. Ich mag die Mustangs. Wie gesagt, ich habe bereits 3 aus der App. Dann habe ich meinen Thunderhorde, den habe ich auch schon ausgelevelt. Sie ist jetzt die nächste dran, also sie ist jetzt eigentlich das Pferd, was ich aktuell auslevel. Und ja, genau. Dann zeige ich euch jetzt noch die Gangarten und dabei wünsche ich euch viel Spaß.
das waren die Gangarten von der süßen Maus. Ja, also wie gesagt, ich habe ja schon einige Mustangs. Es sind alte Pferde, das darf man nicht vergessen. Die Pferde sind jetzt, ja, von 2016, die sind jetzt fast 7 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen. Die sind alt, die Pferde haben schon einiges auf dem Buckel quasi, wortwörtlich. Und natürlich kann man das nicht mit dem heutigen Standard vergleichen. Ich finde die Pferde dennoch schön. Ich mag die Mustangs. Ich mag das Buckeln unwahrscheinlich gerne. Hätte ich auch wirklich gerne bei manchen Pferden einfach so mit drin. Das Buckeln fände ich schon cool. Farblich ist sehr viel dabei. Wie gesagt, es sind 11 Farben. Also da ist für jeden was dabei. Jeder findet was, was ihm zusagt. Und ich persönlich mag den Mustang. Es gibt von mir eine klare Kaufempfehlung für den Mustang. Allerdings finde ich, dass diese 970 Starcoins, die die Pferde kosten, langsam nicht mehr zeitgemäß sind. Da es halt alte Pferde sind. Deswegen würde ich euch, also nicht raten, also ich persönlich kaufe mir den Mustang in Zukunft nur, wenn er entweder rabattiert ist oder wenn dann die dritte Generation reinkommt und die Generation 2 Pferde dann dauerhaft reduziert sind. Da es einfach so ist, dass die Pferde halt schon 7 Jahre alt sind und ich es dann auch nicht so ganz einsehe, auch wenn die Pferde toll sind, für so ein altes Pferd noch diese 970 Starcoins zu zahlen. Weil es gibt Pferde, die sind deutlich neuerer, die deutlich günstiger sind. Aber die Pferde so sind an sich das Geld wert, nur ich bin da ein bisschen zu knauserig gerade. Ja. Vom Reitgefühl finde ich den Mustang eigentlich auch ganz in Ordnung. Ja, die Animationen sind nicht rum und ja, der Mustang schaukelt auch relativ stark. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Es sind alte Pferde, ich weiß, worauf ich mich einlasse, deswegen habe ich damit auch kein Problem. Aber es ist ja trotzdem gut zu wissen, dass sie halt einfach ja ein bisschen schaukeln. Und wie die Animationen und so sind. Die habt ihr ja jetzt gesehen. Ja. Hui. Aber ich mag meine süße Maus. Ich freue mich auch darauf, sie jetzt ausleveln zu können. Und ich werde mir auch definitiv die komplette Mustang-Reihe noch kaufen. Aber wie gesagt, ich warte halt, bis sie entweder rabattiert sind oder dauerhaft reduziert sind. Ja. Das war's dann von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.